Hallo, grüß euch. Ich möchte heute mal meine neue Kamera testen. Die Actioncam Venus L3. Und das verbinde ich nochmal gleich mit einer kleinen Wanderung. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt dabei. Tschüss. Hier liegen die Drehboote auf dem Trockendock, warten auf den Sommer. So, hallo Stefan, wenn du dieses Video siehst, ich hoffe, dass wir den zweisehenden Panoramalauf auf dieses Jahr wieder zusammen finishen. Oh, da habe ich doch mal was Schönes gefunden. Okay, ahoi. Eine eigene kleine Burg. Der See ist noch teilweise gefroren. Aber es wird das ganz schön hell. Kann man nicht sagen. Die Temperaturen liegen so ungefähr bei 1-2 Grad plus. Weiß nicht, ob man das nicht sieht. Aber ich denke ja. Meine Kamera will ich heute ein bisschen austesten, wie schon gesagt. Also die Kamera habe ich selbst bezahlt, gekauft. Also das ist ja die Gleichwerbung. Ich möchte nur wissen, was das Teil eben taugt. Ich habe vor, heute den Klostersee zwischen meinem Heimat erzulaufen. Das sind ohne Umwege, schätze ich mal, 18 Kilometer. Und wenn ich was Interessantes sehe, dann kann es auch ruhig gerne ein paar Kilometer mehr werden. Schöner Panoramablick über den See. Hier hinten sehen wir die Bootsanlegestelle. Centerpark Posen. Hallo Rich, ich muss das mal ausprobieren, wie das so ist, barfuß im Winter. Eieiei. Ja, klar. Wer hätte das gedacht, ne? Ist das geil. Mein lieber Scholli, Respekt. Schon wäre frisch. So. Hey. Ja, da könnte mir glatt noch ein bisschen Schwimmen gehen, ne? Ja, ich kann nicht mehr Badehose dabei. Ja, herrlich. So, bisschen muss ich noch üben mit der Kamera. Hat sie die ganze Zeit jetzt 450 Frames gestanden. Hast du es auch umgestellt? Full HD. Gucken wir mal daheim, dass man immer viel sieht. Ich weiß auch gar nicht ganz genauso, wie ich es babble würde. Soll ich sagen, ich babble, wie man die Schnitt gewachsen ist? Oder soll ich Hochdeutsch sprechen? Beim Hochdeutsch habe ich das Problem, dass immer zwischendurch mal so richtig das Sauboll das saarländisch rauskommt. Ich weiß nicht. Was denkt ihr dann? Ja, könnt ihr ruhig gucken. Der Ostersee ist schon sehr schön. Und unser Rentsche, Saarland auch. Dann testen wir noch etwas den Stabilisator. Ich gehe jetzt. So.
Und jetzt mal ein Schwenk über den See. Oh. Oh, soll ich gerade ein bisschen Schrippis machen? Hier ist gerade so richtig warm, gell? Ah, muss ich gucken, wo ich die Jacke hinmache und dann geht's weiter. So, wenn ich so weiterfilme, dann hätte ich besser noch den Schlafsack und eine Tarpe hingepackt, dann komme ich mich halt nicht mehr an. Ich bin jetzt auch knapp eine Stunde unterwegs und habe noch keine 4 Kilometer gerade. Eieieiei. So, ich denke, jetzt soll ich die Kamera ein bisschen weg und guck mir gleich ein paar Meter sammeln. Jetzt sind wir im Bosuarium, im Center Park. So, hier ist noch alles weihnachtlich dekoriert. So. So, sehr schön. Ein Stein mit keltischen Ornamenten. Oh ja, toll. Ah, ich gehe nicht auf den Licht. So, wunderschön. Über die Bedeutung bin ich mir vor allem unklaren, aber ist wirklich, lässt sich toll anschauen. Jetzt habe ich noch was Interessantes entdeckt. Oh, dann. Ja, mal gucken. Kinderbauern. Ja. Okay. Oh, das sieht schön aus. Oh, Zicklein. Hallo. Hallo. Hey, du bist ja mal liebes. Du bist ja liebes. Oh, wie schön. Hallo. Hallo. Oh, ihr seid aber süß. Ja. Oh, wie süß. Ja. Oh, wie fein. Oh, ja, ja, ja. So. Oh. Und ihr du? Wie geht's euch? Schön. Wunderschön. Ah, du bist ein Bravo. Ah, die ja, fein. Oh. Ja, schön. Was ist mit dir? Bisschen müde. Oh. Bisschen müde. Hallo, Zicklein. Hä? Oh, dann gehen wir hier auch noch gucken. Das ist interessant. Ah, da kann ich ja schön her die Bildqualität der Kamera begutachten. Ich hoffe jetzt weitermachen. So. Und hier? Oh, schön. Ja, du bist eine schöne. Ein Täubchen. Ein Täubchen. Du bist eine Schöne. Du bist eine Schöne. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, ein Esel. Hallo, Eselchen. Alles gut? Alles gut. Das ist immer echt schön jetzt. Das gefällt mir. Und da wird der Tannenbaum, denke ich. Hallo, und wie schmeckt euch das Tannenbaum? Gut. Wir bleiben, Küche dann. Ist das nicht zum Essen? Was ist nicht zum Essen? Nein, kein Happa Happa. Kein Happa Happa. Bist du lieb? Ja, klar.
Bisschen Spaß muss sein. Hallo, ich bin der Fridolin. Graf Wallenstein. Ich bin jetzt an Engelhausen. Die nächsten Meter geht es so richtig den Berg hoch. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schrippchen machen. Mir ist gerade so richtig warm, gell? Ja, muss ich gucken, wo ich die Jacke hinmache. Und dann geht's weiter. Und tschüss. Ich weiß nicht, was so richtig rüberkommt, aber wenn ihr das Örtchen da unten sehen, das ist mein Heimatort. Natürlich. Das sagt man ehrlich, ist das keine schöne Landschaft. Viele Menschen kennen das Saarland nur als Industriestandort. Das ist aber so nicht richtig. So. Ich habe jetzt irgendwie so richtig Lust auf das Kaffee und das Ähnlichkeit zu essen. Dann gucke ich mal, ob ich ein Plätzchen finde. Jetzt geht's auf den Briesberg. Das ist immer noch relativ schön. Oh, das ist interessant, da ist noch Wald der Fahrt. Naja, dann gucken wir mal. Oh, ein alter Grenzstein. Das ist interessant. Oh, man kann auch Nahezeit lesen. 1784. Warum das steht, weiß ich jetzt auch nicht. Meint die Grenze? Keine Ahnung. Weiter geht's. Mit diesen Windrädern wird unsere gesamte Landschaft verunstaltet. Die kosten jährlich tausend von Greifvögeln das Leben. Ja, schon so weit so richtig Kohldampf. Ich könnte was essen, mal gut was Kaffee trinken. Da hätte ich auch einen Tisch gefunden. Mit Bank. Aber, ich weiß nicht, hört man das? Dieses surrende Geräusch? Nee, das geht mir nicht so richtig ab. Da gehe ich ein bisschen weiter. Habe ich mich einstweilig mit einem Kaugummi aus der Natur geholfen. Der ist nicht gekauft. Den habe ich gepflückt. Das ist Tannenharz. Ganz frisch. Schmeckt würzig, intensiv und wenn man ihn lange genug im Mund hat, ist es ein wunderbarer Ersatz Kaugummi. Erzähl mir nochmal zum Henker, warum hat man diesen Stein einbetoniert? Kann mir das jemand erklären? Ist das Kunst? Naja, okay, man muss ja nicht alles verstehen. Endlich. So, hier bleibe ich. Dann machen wir was zu futtern. Sieht doch nicht aus. Schützhütte, Bank. Was will man mehr? Dann versuche ich mal mein Glück. Mit Feuerstahl. So ist gut hier. So. Das ist so einfach. Auch noch nicht. Nee. Klappt nicht. Hallo Christine, wenn du dieses Video siehst, das ist ein Feuerstahl, das hat nicht so richtig geklappt. Da habe ich mich doch ein bisschen mit dem härteren Tabak das angehen. So, nehmen wir. Ja, jetzt brennt er. Wenn das Wasser kocht für den Kaffee, werde ich die Vorbereitungen für meinen
Essen treffen. So. Das ist noch ein halber Wiener, dann übrig und geht da oben. Ah, da kommen noch ein paar feine Laufzwiebeln dabei. Schnitten wir das alles mit meinem guten Mohrer. So. Und zwar ist der Plan, das Ganze anzubraten in einem Pfännchen, ohne Fett. Als Fettersatz nehme ich den Wiener und noch eine kleine Mini-Salami. So. Und dann kommt zum Schluss noch das Thai Chef Huhn Curry dabei. Ob es passiert, weiß ich nicht. Wir werden sehen. So, aber es wird doch wieder richtig kalt dabei. Wie viel schlimmer da habe ich denn eigentlich? Ja, ja nächst 13 Kilometer. Fünf fand ich noch vorne. Ja, mein Kaffeewasser ist fertig. Würde ich nur den Kaffee da wegmachen. Den Kaffee habe ich auch was anderes probiert. Den Kaffeeweiser, den Kaffee zusammengemischt. Ob das wird, weiß ich nicht. So, Süßstoff gibt es keiner. Kaffee müssen wir so trinken. Immer mal ein Töpfchen drin. Ich habe mich hier drin verflogen. Das brauche ich auch. Jetzt habe ich die Kamera doch nochmal angeschaltet. Weil ich will ja die Sportkamera ein bisschen testen. So, jetzt ist das Wetter nicht mehr gerade so gut. Das heißt, das Wetter ist nicht mehr gut. Das Licht ist nicht mehr so gut. Jetzt bin ich mitten in der Dämmerung. Und jetzt will ich doch nochmal schauen, wie die Qualität ist. Und die Sonne nicht scheint. So. Mache ich den Schwenk. Ja, nicht durch die Waage. Zappa. So. Ja. Naja, wir gucken mal. Wir haben es auch durch den Bildschirm. So, ich würde mich auch gerne. Also ich würde mich auch über Kommentare freuen. Was haltet ihr jetzt von der Bildqualität? Aber immer dran denken, wir reden hier von einer Sportkamm. Mit Bildstabilisator. Mit Touchscreen. Mit HMDI-Aufnahme. Und der Preis bei Amazon, der liegt bei, ich habe gekauft, ja, 61 Euro. So, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann mit der GoPro, das ist klar, aber vielleicht ist es eine gute Alternative. Was denkt ihr? So, das ist fertig. Ich würde sagen, sieht lecker aus. So, und der Müll, der kommt natürlich den Mülleimer. Das ist hier praktisch, euer Dreck neben mir. So, jetzt gibt's Hanfkörner. Also mein Thai-Curry. Feiner mit Laufzwiebeln. Wiener. Und Salami. Mit wirklich bombastisch. Mahlzeit. Jetzt haben wir gut gefuttert, jetzt geht's weiter mit riesen Schritten, weil sonst schlafen wir die Zeit weg. 5 Uhr ist dunkel, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Jetzt kommt die Sonne sogar noch ein bisschen raus, geiles Wetter. Aber schweinekalt ist es denn. Jetzt haben wir die Handschuhe schon angezogen. Das wird wundern auf Schwarzenbach. Und dann geht der Berg hoch Richtung Hundering und dann
Bin ich mal daheim. Ich sehe, dass die Kamera das mitbringt. Ja, rum. In der Sonne untergegangen. Ja. Schön ist es. Hallo Peter, vielleicht siehst du dieses Video. Ich freue mich wieder mit dir, den Boden durchzurocken. Bis dann, alter Kamerad. Jetzt versinkt die Sonne langsam hinter dem Horizont. Naja, wir haben ja Januar. So Leute. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich denke, das ist ja die letzte Aufnahme, weil die Lichtverhältnisse werden schlechter und ich habe doch noch ein paar Meter zu gehen. Also, dann bis dann. Tschüss. Kann ich die Kamera doch nochmal angeschaltet? Weil ich will ja die Sportkamera ein bisschen testen. So, jetzt ist das Wetter nicht mehr gerade so gut, das heißt, das Wetter ist nicht mehr gut. Das Licht ist nicht mehr so gut. Jetzt bin ich mitten in der Dämmerung. Und jetzt will ich doch nochmal schauen, wie die Qualität ist. Und die Sonne scheint. So, mache ich den Schwenk. Ja, nicht so viel Wagen. So. Naja, dann gucken wir mal. Wir haben es aussieht auf dem Bildschirm. So, ich würde mich auch gerne, also ich würde mich auch über Kommentare freuen. Was haltet ihr jetzt von der Bildqualität? Aber immer dran denken, wir reden hier von einer Sportcam mit Bildstabilisator, mit Touchscreen, mit HDMI-Aufnahme und der Preis bei Amazon, der liegt bei, ach, ich habe gekauft hier. 60 Euro. So, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann mit der GoPro, das ist klar, aber vielleicht ist es eine gute Alternative. Was denkt ihr? So, jetzt ist schon richtig duster. Jetzt gehen wir noch ein paar Meter in den Wald. Den Bächel schon noch. Ich kippe das Lager aufschlagen. Wasser wäre genug da. Na gut, vielleicht auch nochmal. Hallo Stefan, wenn du dieses Video sehen solltest, das haben wir geplant. Aber. Warten wir es ab. So, jetzt bin ich gleich zu Hause. Als ich zu Hause bin, habe ich doch 20 Kilometer die Hand zusammengekriegt. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Mond ist mittlerweile auch am Himmel. So, jetzt will ich noch gerade testen, wie die Kamera reagiert. Wenn ich was ausleuchte mit der Lampe. Ja. Oh, mein Arm. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Da kann man doch schöne Autovideos sprechen. Mit Ausleuchtung klappt das doch. Ja, ich denke, die Kamera ist gar nicht so schlecht. So, jetzt wirklich zum letzten Mal. Ich bin daheim. Mir hat es saugut gefallen. War schön die Wanderung.
Und im Wetter haben sie auch noch Pegel ab. Da bin ich mal gespannt, wenn ich mir die Aufnahmen da angucke, wie sie sind. Gut. Also ich muss